Okay, ich habe gelogen. So spannend wird er wohl nicht. Wir setzen jetzt mal Miss Diva ein. Mal sehen, wie viel sie einsteckt. Ah, Hutenschlag. Ey, komm. Flammenwurf, schluck das. Bounce. Oh, witzig. Gangam hat überlebt. Das gibt mir jetzt ein bisschen zu bedenken. Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Rehorn. Und wir versuchen es jetzt mit einer Aquaknarre. Mit einer einzigen Aquaknarre auszulöschen. Ach, 24. Moment mal. Wieso alle so stark, aber sein Rehorn so schwach? Ja, vierfache Schwäche, ich weiß. Wie gesagt, der Kampf war nicht so allzu spannend. Noch. Nein! Kein Level Up. Das wollte ich eigentlich. Das wollte ich eigentlich sehen. Ja, okay. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von dannen ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Ohaha. Etwas da liegen gelassen. Wie dieser Rüpel. Was wird es nur sein? Sivsko. Und damit lässt es sich besser. Ja, leben wollte ich sagen. Nein, das geht ja gar nicht. Das macht keinen Sinn. Damit lässt es sich besser im Lavagna-Turm umgehen. Ja, stimmt. Da fällt mir was ein. Ja, ihr wisst, glaube ich, alle, was jetzt als nächstes kommt. Wir verlassen das Casino diesmal nicht, weil wir gezockt haben. Wir haben Galaktik abgezogen. Fuck. Ein Level Pokéball, ein Level War Turtle, dann... Scheiße, das dauert zu lang. Ihr wisst ja, was jetzt kommt. Oh, haben wir die Idee schon? Ja, haben wir. Ihr wisst, was jetzt kommt. Run through. Nicht wundern, wenn sich meine Stimme so ein bisschen verändert, ab und an. Das liegt nicht daran, dass ich besoffen bin, was ich natürlich nicht bin. Oh. Wobei man hier schon den Anschein haben könnte, dass das so der Fall wäre. Nein, das bin ich natürlich nicht. Und jetzt gehen wir hoch und... Hey, wen haben wir denn da? Hey, hey. Ha! Ich wollte schon an ihm vorbeilaufen, aber es ist so schnell. Er hat meine Präsenz natürlich sofort erkannt und sagt, hallo, anderer. Was machst du hier? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Ha, wie spaßig. Ey, der war ja echt gut, Tsushima. Ach, was für ein Zufall, Tauboga. Ach, tut mir leid, Funksprung. Oh. Wie bitter. Na. Boah, Hex. Sandwirbel, ey, komm. Du Spaten. Du sparst. Gyarados. Ich habe leider einen Sandwirbel kassiert. Aber ich treffe ihn. Nein. Okay, Tauboga, you suck, Cox, ey. Ne, das mache ich jetzt richtig geil. Jetzt darf ein Feuer-Pokémon Gyarados auslöschen. Hahaha. Fukano. War Turtle. Ich weiß, ich spiele jetzt ein bisschen Nubi. Aber das gibt mir das Level ab, nachdem ich mich so sehr sehne. Zack. Wenn ich mich nicht irre, Kadabra. So, bis. Und jetzt passiert was Goldiges, was sehr schön ist. Was? Du bist eine harte Nuss. Ich bin es wohl etwas zu locker angegangen. Danke für die 900 Poké-Dollar. Hey, War Turtle entwickelt sich. Yes! Yes! Yes, yes, yo! Übrigens, was mir gerade auffällt... Ach nee, stimmt. War Turtle und Fasti sind die einzigen drei... Entwicklungsstufen Pokémon in meinem Team. Das sechste wird auch nur zwei haben, beziehungsweise eine. Ja, also Moment mal, wie macht sich dein Pokédex? Nervensäge. Du nennst mich Nervensäge? Du nennst mich Nervensäge? Ich erinnere dich noch an Part 1, ja? Wie du da deinen Grandpa genervt hast. Unglaublich. Also, ich habe kürzlich ein Tragosso gefangen. Wow, allerdings habe ich noch keinen Knogger. Warte mal. Du Spinner, wenn du ein Tragosso hast, dann trainier das doch ein bisschen. Das entwickelt sich Level 26 oder so, 28. Was hast du für Probleme, ey?
Loser. Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur noch wenige. Hä? Also, ich habe viel zu tun, ich muss weiter. Dann bis später. Noob. So viel dazu. Ja, unser Pokéball got owned, ne? Ich gehe mich ein. Wisst ihr, und wisst ihr auch warum? Warum ich jetzt die Treppen hoch und runter laufe? Nein, wisst ihr auch warum? Richtig. Weil ich, jetzt kommt der größte Fail, das ist einfach der Lavagne-Turm. Ich spiele nämlich, oder der Pokémon-Turm, ja, was auf das Gleiche hinausläuft. Na, hier ist eine Sackgasse. Ich spiele nämlich halb gezwungenermaßen auf Sack, wie jetzt. Selbst wir können die eigenwilligen Geister nicht identifizieren. Man benötigt das Hilfsscope, um sie zu erkennen. Ja, ich hab sie. Und jetzt kommt der Fail. No Cash GBA Fail. Wir schleichen uns jetzt irgendwie durch. Also wir tasten uns durch. Ich bin gespannt. Ja, Funksprung schlägt sich gut. Item, Fluchtseil. Moment, runter. Ah, konnte ich nicht genau erkennen. Ich gehe runter. Hier, die bashen wir. Okay, es fängt mit Nebula an. You suck, Cox. Alter, ich war gerade erst im Pokémon Center, ne? Da kommen sie mir mit Konfuschrei. Wie komme ich da hoch? Ja, so, mit Speed. Und die werden immer stärker. Konfuschrei. Diesmal hat es aber nicht geklappt. Hier vorbei ist schon lustig im Nebel zu laufen. Runter, hoch. Wo bin ich? In der Sackgasse. Hier? Wo ist eigentlich die Treppe? Moment, man sieht die Treppe nicht. Alter Schwede, das kann ja lustig werden. Man sieht die Treppe nicht, wie lustig. Moment, ich kenne aber eigentlich noch einen Trick. Mal abgesehen davon, dass ich gleich wieder. Ja, Moment, Level Up, das ist wichtig. Das ist wichtig. Noch eine Entwicklung in diesem Part. Pokéball entwickelt sich. Pokéball entwickelt sich zu Superball. Nein, Spaß. Das wäre jetzt der Witz. Nee, nicht Superball, sondern. Da 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 da. Komm schon. Electroball. That's right. Jawohl. Elektroball. Haha. Ey, da sind. Da, Moment, hier liegen drei Items und ich komme da nicht ran. Aber ich kann die ansprechen. Nibulak. Boots, you suck, Cox. Ja. Sackgasse. Sackgasse again. Moment, ich kann doch irgendwie. Ja, so bleibt das Spiel doch stehen. Wenn ein wildes Pokémon kommt, dann rechte Maustaste. Komm. Scheiße. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin irgendwo im Nichts, ja. Ich muss hoch. Nee. Hier geht's lang. Ich muss viel früher den Bildschirm pausieren. Ja, warte. Ich glaube, ich habe den Weg runter. Also, hier ist die Treppe und wenn ich nach rechts laufe, haben wir das Item. Nee. Dann hier. Die bewacht auf jeden Fall das untere Item, da bin ich mir wohl sicher. Sackgasse? Wait a second, sage ich doch. Superball. Ja, wir schlagen uns wacker, dann hier zurück und hier ist die Treppe. Nein, hier. Hier. Okay. Ja, no cash fail, aber ich werde mich durchtasten. Auch wenn das ein bisschen länger dauert. Aber ich werde sie dennoch alle bashen. Ach, wieso haben die nur Nebulax? Das verstehe ich gerade gar nicht. Das ist doch hier voll easy peasy. Ach, hier werden wir geheilt. Zack, und hier liegt noch ein Schutzband. Cool. Noch ein Nebulak. Zack. Hier liegt ein Item. Irgendwie unerreichbar. Nee, hier. Genau. Wohin genau? Das schnappen wir uns. Nugget. Ja, wir könnten abhauen, aber tue ich nicht. Ich bashe alle Nebulax. Eine Minute.
die hier noch. Die gibt mir jetzt das endgültige Level ab. Sau. Aber immerhin hat es sich selbst gekillt. Ohaha. Jetzt hier die Treppe. Hier ist doch die Treppe. Da. Nein! Ich wollte mein Pokémon wechseln. Egal. Das machen wir jetzt. Miss Diva wird jetzt mit Flammenwurf Schaden machen. Und zwar sehr groß. Und ein Level abkassieren. Item. Ich weiß, dass du da bist. Ja, sorry für die Maus, aber die ist gerade wichtig. Wobei, ich taste mich gerade sehr gut ohne Hilfe der Maus. Da, Tragosso, da haben wir es. Ein bisschen trainieren und man hat das Knogger-Sushima. Oh, und wie wir... Nee, die bashen wir noch. Zack, Volltreffer. Warte mal, hier geht's lang. Nein. Egal, und wie es hier weitergeht, irgendwie im Nichts, seht ihr im nächsten Part. Und dieser alten, gruseligen Dame. Oha.